Ja, wunderbares Wetter. Gute Zeit für uns, um eine nächste Runde Sport zu betreiben. Wir möchten bloß gerne ein was vorneweg setzen. Und zwar haben wir uns wahnsinnig gefreut, egal wo, ob im Sportpark Zwickau, in dem TV Westsachsen oder in der ambulanten Physiotherapie. Überall kamen Fragen, Anregungen zu dem, was wir machen sollen. Das heißt natürlich, dass ihr zu Hause richtig gut Werbung gemacht habt und eure Freunde begeistert habt, mitzumachen. Das wünschen wir uns weiter, denn ihr wisst, für uns liegt eine Zeit, wo eher Verkürzungen im Vordergrund stehen. Und es kamen zum Beispiel Anregungen, vielleicht ein paar doch leichtere Übungen, wo wir als Therapeuten gesagt hätten, wir wären jetzt einen Schritt weitergegangen. Deswegen auch die Bitte an euch, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr irgendwas ganz Spezielles wissen wollt, wie man vielleicht den einen oder anderen Bereich gezielter dehnt oder trainiert, dann schickt doch uns einfach eine E-Mail oder ruft einfach an. Wir versuchen, dieses in dem Programm aufzunehmen und umzusetzen. Also es würde uns wirklich freuen und im Endeffekt hilft euch das ja auch ein Stück weiterzugehen, denn das, was euch bewegt, bewegt die meisten anderen auch. Unser heutiges Programm greift das letzte Thema etwas auf. Wir haben den Schwerpunkt auf der Brustmuskulatur und dem Schultergürtel gehabt und auf den Hüftbeugern. Wir würden an beiden Punkten heute eine Übung on top setzen, also die das Ganze schwerer macht. Dieses ist auch gerichtet an diejenigen, die gezielt trainieren, die vielleicht schon fortgeschritten sind oder die auch schon im therapeutischen Prozess ein Stück fortgeschrittener sind. Und wir würden gerne euch die Vorbereitung für die nächste Einheit mitgeben, denn dort würden wir uns um den Fuß kümmern. Das hatten wir in der letzten Einheit schon mal angeschnitten gehabt. Und dass ihr in der nächsten Einheit richtig mitmachen könnt, benötigt ihr ein Handtuch und ihr benötigt einen glatten Boden. Das heißt also, wenn ihr das nächste Mal auf Facebook, auf YouTube oder natürlich bei TV Westsachsen mitmacht, seid bitte so vorbereitet. Glatter Fußboden und ein Handtuch. Ihr werdet sehen, das sind super tolle Übungen, die machen irre viel Spaß und haben einen richtig hohen Wert. So, wir beginnen jetzt aus dem Stand heraus. Dies bedeutet, wir stehen wieder mit unserem stabilen Stand. Zwischen den Füßen 1 bis 2 Handbreit Abstand. Wir lassen die Arme locker und bereiten die Wirbelsäule vor. Dies bedeutet, wir sinken ein klein wenig ein, beginnen vom Becken her langsam aufzurollen, kreisen mit den Schultern nach hinten, schieben den Hinterkopf zur Decke und senken wieder ab. Das machen wir noch einmal. Wir sinken langsam zusammen und beginnen vom Becken her aufzurollen. Wir rollen uns auf und versuchen uns noch ein klein Stück höher in Richtung Decke mit dem Hinterkopf zu ziehen als das letzte Mal. Wir bereiten den Schultergürtel vor. Das heißt, wir kreisen erstmal mit beiden Schultern locker nach hinten und versuchen wieder die Bewegung nach unten zu verstärken. Wir wollen ja, dass die Schultern nach unten gehen. Könnt ihr euch noch an diese Tigersache erinnern? Wenn nicht, dann spult noch mal ein, zwei Serien zurück, denn da habe ich euch erklärt, warum ihr manchmal so die Schultern nach oben zieht und daher die Verspannungen kommen. Wir machen heute das Gegenteil. Wir trainieren locker nach hinten unten und versuchen jetzt aus dieser gleichmäßigen Bewegung wieder eine wechselnde Bewegung zu machen. Das heißt, eine Schulter kreist locker nach hinten, die zweite Schulter kreist locker nach hinten. Die erste Schulter kreist locker nach hinten und die zweite Schulter kreist locker nach hinten. Die erste Schulter kreist locker nach hinten, die zweite. Und wir versuchen jetzt die Wirbelsäule mit einzubeziehen. Das heißt, da wo die Schulter nach hinten kreist, dreht den Oberkörper leicht mit und versucht vom Becken her ganz fest zu bleiben, sodass wir die Facettengelenke der Wirbelsäule ineinander bewegen und dort richtig schön mobilisieren können. Los geht's. Wir kreisen eine Seite nach hinten, der Oberkörper geht leicht mit und die zweite Seite. Wir benötigen hier viele Wiederholungen, denn ihr wisst, alle Gelenke benötigen eine richtig gute Bewegung, um mobil zu sein. Das heißt, die Muskulatur muss sich von Verspannungen befreien und die Muskeln und Gelenke müssen halt gut gleiten können. Und genau dieses versuchen wir hier vorzubereiten. Wirbelsäule ist da, um unsere Bewegungen zu machen, das heißt auch zu rotieren. Vielleicht bemerkt ihr ja im Alltag, vielleicht auch beim Autofahren, dass eine Seite sich schlechter nach der Seite drehen lässt als die andere Seite. Aber genau an diesem Punkt merkt ihr, wie wichtig dies ist. Deswegen spürt mal in euren Körper hinein, ob eine Seite schlechter geht als die andere Seite. Auch für diejenigen unter euch, die schon regelmäßig und vielleicht auch intensiver trainieren,
Eine gute Vorbereitung der Wirbelsäule bedeutet immer, dass ihr auch viele, viele Jahre gesund und fit trainieren könnt. Ich kenne ein paar Sportler, die aus der Kalten heraus schnell losrennen oder einfach mal schnell ein paar Liegestütze machen. Und nach kürzester Zeit haben die Schwierigkeiten im Schultergürtel und der Halswirbelsäule. Deswegen bereitet euch einfach gut vor. Diese 3-4 Minuten sind Gold wert. Wenn ihr jetzt spürt, dass eine Seite etwas schwerer geht, verstärkt ihr die. Als Beispiel versucht ganz betont nach links zu drehen, um dieses Gleichgewicht zwischen beiden Seiten wiederherzustellen. Ganz betont nach der Seite, die für euch schwerer geht. Einmal noch nach jeder Seite. Und wir stoppen dann in der Mittelposition. Korrigiere noch einmal unsere Haltung. Das heißt, wir sinken ein klein wenig zusammen, beginnen vom Becken her aufzurollen. Vom Becken über die Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, der Hinterkopf wandert in Richtung Decke und wir senken die Schultern ab. Wir bereiten die Lendenwirbelsäule und das Hüftgelenk vor. Ihr kennt das schon mit den kleinen Schritten. Ich wähle wieder die kleines bisschen sanftere Variante. Das heißt, ich fixiere mich so ein kleines bisschen am Stuhl. Ihr könnt das Ganze natürlich auch frei machen. Das heißt, der Oberkörper bleibt aufrecht. Wir beginnen wieder mit kleinen Schritten nach hinten aus dem Hüftgelenk heraus. Das Becken bleibt dabei fest und ihr versucht, den Schritt immer ein klein wenig größer werden zu lassen. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Die Bewegung findet im Becken nicht statt, sondern nur im Hüftgelenk. Das Becken bleibt fest, das Hüftgelenk bewegt sich nach hinten, kommt wieder vor, ohne dass die Lendenwirbelsäule eine Bewegung machen muss. Das Becken bleibt fest, nach hinten. Nach hinten, der Schritt wird größer und auch hier, wenn ihr sehr gut zurechtkommt, könnt ihr gern das hintere Knie leicht mit einem Knicks zum Boden versehen, auflösen und die andere Seite mit einem Knicks zum Boden auflösen. Je größer der Schritt ist, umso besser für euch. Es bedeutet mehr Muskulatur, mehr Beweglichkeit im Hüftgelenk. Klasse. Und ihr könnt diese Bewegung so weit ausbauen, bis das Knie kurz vorm Boden ist. Das ist aber nicht das Ziel. Schon kleine Schritte, wenn ihr euch fixieren müsst, kleine Schritte, jeden Tag ein klein wenig mehr, hilft euch, stabil im Alltag zu stehen. Wir haben jetzt vielleicht noch 4, 5, 6 Wochen bis zum ersten Schnee, bis zur ersten richtigen Klette. Dies bedeutet für euch auch, dass ihr einfach stabil stehen müsst. Und je besser eure Beinmuskulatur trainiert ist, umso stabiler steht ihr. Ihr kennt die Konsequenz, wenn man hinfällt im Winter, ne? Die kommt dann häufig zu uns in die Therapie oder zum Training, um sich wieder aufzubauen. Das ist ein langer Prozess. Einfacher ist es natürlich, im Vorfeld vorzubeugen. Wir dehnen jetzt die Hüftbeuger. Das heißt, wir setzen das eine Bein, also hier das rechte, ganz weit nach hinten, schieben das rechte Hüftgelenk nach vorn. Wenn ihr damit gut zurechtkommt, euch loslassen könnt, nehmt ihr wieder beide Arme nach oben, zieht die Arme weit nach hinten, schiebt das Becken nach vorn. Wir lösen langsam auf, wechseln die Seite, die andere Seite ist wieder dran, schiebt das Hüftgelenk vor, nehmt die Arme nach oben, zieht die Arme weit nach hinten und das Hüftgelenk, nicht den Bauch, das Hüftgelenk schieben wir nach vorn, um die Dehnung dort anzulegen. Dies ist auch eine perfekte Vorbereitung für regelmäßiges Joggen. Wir lösen langsam auf und gehen jetzt tiefer in die Hüftbeugemuskulatur. Und zwar zeigen wir euch heute eine Übung, die wirklich eine sehr fortgeschrittene Übung sein kann, die man aber auch gut als Einsteiger beginnen kann. Wir gehen nach unten auf den Boden und zwar in Seitlage. Diese Übung lässt sich aber auch im Stand machen. Wir beginnen aber in der Seitlage. Wir legen uns nach unten. Schaut, dass das Becken senkrecht zur Decke zeigt. Wenn ihr sehr instabil im Becken seid, winkelt das untere Bein an. Wenn ihr stabil liegen könnt und fortgeschritten seid, streckt das untere Bein. Die obere Hand kann jederzeit fixieren. Wir nehmen das obere Bein und beginnen leicht anzuziehen und weit nach hinten zu gehen. Leicht anziehen
und weit nach hinten. Auch hier, das Becken bleibt fest und wir versuchen nur mit dem Oberschenkel zu trainieren. Korrigiert euch mal selber. Das geht ganz einfach, das ist gar nicht so schwer. Ihr schaut nach unten, wie weit das Knie hinter das Hüftgelenk kommt, also diese Linie. Das ist wichtig für euer Gangbild. Wenn ihr das gut schafft, super, weil dann könnt ihr gut gehen, ohne dass die Wirbelsäule belastet wird. Ne? Also anziehen, weit nach hinten. Wenn man hier viele Wiederholungen macht, merkt man auch, geht immer so ein ganz kleines bisschen weiter nach hinten. Man spürt auch irgendwann mal dann den Po. Das ist ein gutes Zeichen. Und jetzt, wo wir dem Gehirn gesagt haben, das Hüftgelenk ist frei beweglich, ist auch kein Quatsch, wenn wir das so sagen. Im Gehirn ist jede Bewegung abgebildet. Und wenn wir verkürzte Bewegungen machen, verfestigt sich dieses motorische Bild. Wir versuchen jetzt, die Dehnung weiter aufzubauen, dem Gehirn zu sagen, es geht etwas mehr. Wir greifen mit der Hand in das obere Bein, nicht die Ferse zum Po, sondern das Knie hinter das Hüftgelenk. Wir ziehen vorsichtig nach hinten. Wenn ihr nicht an das Bein kommt, überhaupt kein Problem. Ihr könnt gern jederzeit auch in das Hosenbein, an den Strumpf oder, wenn ihr gut zurechtkommt, auch ein Handtuch um den Unterschenkel legen. Und ihr beginnt das Bein mit dieser Hilfe weiter nach hinten zu ziehen. Wenn ihr ausatmet, zieht ihr das Bein ein klein wenig weiter hinter. Wenn ihr ausatmet, zieht ihr das Bein ein klein wenig hinter. Dieses könnt ihr gerne über eine Minute ausbauen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ihr zieht weit nach hinten, haltet da. Und jetzt wollen wir unserem Gehirn sagen, das können wir selber halten, ohne Handtuch, ohne Festhalten. Nehmt die Fixierung weg, halte das Bein in der Position. Und da wir die ganz harten sind, ziehen wir noch mal so ein ganz kleines bisschen nach. Ziehen nach, ziehen nach, ziehen nach und lösen auf. Klasse. Wenn da so ein bisschen mal ein Krampf reinkommt, überhaupt kein Problem, merkt euch das bitte, dass ihr hier einen Krampf hattet. Denn in 3 Wochen denkt ihr an diesen Punkt zurück und ihr werdet merken, da gibt es keinen Krampf mehr. Da seid ihr bedeutend besser geworden, da passt das Knie auch weiter nach hinten. Wir wechseln die Seite. Derselbe Ablauf, wir korrigieren unser Becken senkrecht zur Decke. Wenn ihr sehr instabil seid, winkelt das untere Bein an. Ich mache jetzt diese Variante. Das obere Bein bewegt sich. Ihr zieht nach hinten und löst auf. Das Becken bleibt stabil, die Bewegung erfolgt nur aus dem Hüftgelenk heraus. Aktiv nach hinten ziehen. Aus meiner Sicht, wenn ihr diese Übung könnt, ist das eine der elementarsten, eine der wichtigsten Übungen überhaupt. Denn aus dem Bein, aus dem Hüftgelenk heraus entsteht alles, was nach oben auch Probleme bereiten kann, wenn es verkürzt ist. Deswegen, wenn das Hüftgelenk frei beweglich ist, habt ihr eine super gute Voraussetzung für eine stabile und auch schmerzfreie Lendenwirbelsäule. Jetzt zieht wieder weiter nach hinten, greift in den Unterschenkel oder an das Hosenbein, zieht weiter nach hinten und versucht bei jedem Mal ausatmen, nach hinten weiter zu ziehen. Wie vorhin schon erwähnt, spürt ihr einen Krampf, kein Problem, geht einfach kurz aus der Dehnung. Wenn es geht, setzt ihr wieder ein, wenn nicht, dann ist es überhaupt nicht so schlimm. Aber ihr werdet merken, die Übung 3, 4, 5 Mal gemacht und schon gibt es keinen Krampf mehr. Damit wisst ihr, dass ihr ein ganzes Stück besser geworden seid. Achtung jetzt, wir ziehen weit nach hinten. Halten selber. Das Gehirn, der Weg ans Gehirn, wir können selber halten. Die Hand weg. Fixiert diese Position. Haltet. Federt vielleicht nochmal kurz in diese Endposition hinein. Und stoppt die Bewegung ab. Klasse. So, wir schließen jetzt mit einer Übung in Vorbereitung für die nächste Einheit. Dazu kommen wir in den Sitz. Ihr könnt einen freien Sitz wählen oder mit mir gemeinsam auf den Stuhl gehen, wenn ihr euch dort einfach wohler fühlt, weil das freie Sitzen anstrengend ist. Eine gute Voraussetzung ist hier, wenn die Schuhe ausgezogen sind. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass das Sprunggelenk eines der wichtigsten Gelenke mit ist für uns vom Gehen, auch die Übertragung auf das Kniegelenk. Wir möchten hier eine kleine Vorbereitung für den Fuß machen. Wir legen dazu die Beine nach vorn,
gestreckt, wenn ihr auf dem Boden sitzt, auch gestreckt, wenn es möglich ist, im Sitzen auf dem Stuhl. Ihr wisst auch, wenn das vorne Sitzen am Stuhl schwer ist, rutscht einfach nach hinten, um etwas mehr Stabilität zu bekommen. Und wir beginnen mal, nur den Fuß zu bewegen. Das heißt, ihr beobachtet eure Unterschenkel, bleibt stabil und dreht leicht mit dem Fuß nach außen. Ohne, dass sich der Unterschenkel mit bewegt. Diese Bewegung könnt ihr gerne in Ruhe vorm Fernseher machen. Egal wo, vielleicht auch früh vorm Aufstehen im Bett. Denn das Sprunggelenk benötigt auch etwas Bewegung. Wir wechseln mal den Kreis, entgegengesetzte Richtung. Ich habe so eine ganz kleine Hausaufgabe. Heute Abend bei dem spannenden Film 20.15 Uhr macht ihr diese Übung ein-, zweimal. Und dann haben wir eine super gute Voraussetzung für unsere nächste Trainingseinheit. Wir sind am Ende der heutigen Einheit, freuen uns ganz sehr, dass ihr hier mitgemacht habt. Denkt bitte daran, ihr benötigt ein Handtuch und einen glatten Boden, auf dem wir das nächste Mal trainieren können, um eben unsere Füße ein kleines bisschen gezielter zu bearbeiten. Es wird euch Spaß machen, es ist bestimmt nicht langweilig. Denkt dran, ladet Freunde ein, schickt eine Message an TV Westsachsen, den Sportpark Zwickau, um vielleicht Wünsche zu haben, die wir hier mit aufnehmen. Dann viel Spaß, motiviert eure Freunde.